Hello, I'm Pam Giel. Und ich bin Barbara Rumpus. We want to welcome you to Kingdom Life Now live streaming. Wir möchten euch wieder herzlich willkommen heißen zum Livestream von Kingdom Life Now. Tonight our theme has to do with the Father Heart of God. Heute Abend ist das Thema, da geht's das Vaterherz Gottes. You know, there's a possibility that you can have a lot of religion in your life without a relationship to the Lord. Es kann sein, dass man viel Religion vom Herrn hat, aber diese innige Beziehung fehlt. Jesus said to the Pharisees, und Jesus sagte zu den Pharisäern, you look at the scriptures, ihr kennt wohl die Schrift, but the scriptures testify of me. Aber die Schrift zeugt von mir. It's about a person. Es geht eine Person. It's about a relationship. Es geht eine Beziehung. And sometimes those of us who grew up in the church, und manchmal die in der Kirche aufgewachsen sind, we learned the Christian culture. Wir lernten die christliche Kultur. We learned about our Bibles. Und auch über die Bibel haben wir Wissen. But sometimes we miss the most important, which is the relationship. Aber manchmal verpasst man das Wichtigste, denn es geht eine Beziehung. I remember being in a meeting when I had a revelation of this. Ich erinnere mich, ich war mal in einem Gottesdienst, da hatte ich wirklich eine Offenbarung von dieser Beziehung. We were singing the worship song, He is Lord. Wir haben den Chorus gesungen oder das Anbetungslied, Er ist Herr. And then the second time we said, He is my Lord. Und im zweiten Vers haben wir dann gesagt, Er ist mein Herr. And I was new into this group, so that was a new thought for me. Ich war neu damals in dieser Gruppe und das war ganz neu für mich. I realized. Aber dann merkte ich, He is my Lord. Er ist mein Herr. And it was so personal to me. Und das war so persönlich zu mir. And then I started listening to some of my own prayers. Und dann habe ich einige meiner eigenen Gebete mir mal angehört. Did you ever listen to your own prayers? Hast du auch schon deine eigenen Gebete dir angehört? You know, it's possible to say a prayer without relationship. Es ist möglich, ein Gebet zu sprechen, ohne eine Beziehung zum Herrn zu haben. When I realized that, und als ich das dann merkte, I wanted to refocus my prayers. Dann wollte ich meine Gebete anders fokussieren. So there's a lot of things in the Christian life to learn. So im christlichen Leben gibt es viel zu lernen. It's a little bit like being in the school. Es ist ein bisschen wie wenn man in die Schule geht. In the early years you learn a little bit of arithmetic and spelling. Und in den Anfangsjahren, da lernt man, wie man Dinge spricht. Then you learn a little bit about history and geography. Und dann geht's ein bisschen über Geschichte und Geografie. And the next year it's the same courses, but another dimension. Und im nächsten Jahr gibt's weitere Kurse, aber es ist eine andere Dimension. And the next year it's the same courses with another. Und im nächsten Jahr ist dann derselbe Kurs, aber es geht in eine höhere Stufe. Because there's always more. Weil es gibt immer mehr. And that's true of the Lord. Und das ist auch wahr mit dem Herrn. No matter where we are, there's always more. Wo immer wir auch mit dem Herrn stehen, es gibt immer mehr. So we want to introduce you to a speaker tonight. So wir möchten euch heute einen Sprecher vorstellen. Who's been learning more and more and more. Er hat mehr und mehr vom Vaterherz Gottes gelernt. Hank, we want to welcome you tonight. Hank Brüggemann, wir möchten dich herzlich willkommen heißen heute Abend. To what you have to say to us. Und wir freuen uns auf das, was du uns sagst. Maybe you can click your camera on. Vielleicht kannst du jetzt deine Kamera anklicken. See the real Hank. Und wir sehen dann den echten Hank. Hank, tell us a little bit, tell the audience a little bit about who you are, and then just begin Hank, into your message. Du kannst jetzt ein bisschen über dich selber etwas uns erzählen und dann mit deiner Botschaft anfangen. Vielen Dank. Es freut mich sehr, heute Abend in dieser Zoom-Meeting sprechen zu können. Und ich werde mich mal sagen, wer ich bin. Ich bin Hank Brüggemann. Oder auf Deutsch Brüggemann. Ich bin 42 Jahre verheiratet mit Anneke. Wir haben 8 Kinder und 14 Enkelkinder. Und seit 20 Jahren spreche ich nur noch über die Offenbarung vom Vaterherz Gottes.
Wir haben in Den Haag, in den Niederlanden, eine Gemeinde, ein Fellowship, Vaterhaus. Und durch die Zeit sind wir auch in die ganze Welt eigentlich gegangen und haben Konferenzen gehabt. Dieses Jahr viele in Deutschland, aber auch in Indien und Kasachstan, in Mosambik, in Latvia, in so viele Länder sind wir mit dieser Offenbarung und haben wir darüber gesprochen. Und wir haben gesehen, dass es die Lebens von Menschen wirklich ändert. Ich muss natürlich wieder ein bisschen, ich bin jetzt für einige Zeit in die Niederlande und muss wieder ein bisschen das Deutsch, muss wieder flüssig werden. Aber ich werde darüber sprechen, heute Abend. Die Offenbarung des Vaterherzens Gottes, um die Intimität mit Vater Gott herzustellen. Das ist eigentlich so wichtig. So zuerst, wir müssen wissen, wer der Vater wirklich ist. Und dann, wenn wir ihn kennenlernen, dann können wir auch in die Intimität mit ihm kommen. Dann können wir ihn kennenlernen, für wen er wirklich ist. Das ist nicht ein Bibelstudium, nicht durch ein Bibelstudium. Aber der Vater will sich bekannt machen an dich durch eine Erfahrung. Vielleicht kannst du das sehen. Wir haben ein Gemälde und das ist von Lukas 15. Oft steht darin, da wird darüber gesprochen, über die verlorene Sohn, aber ich will mal gerne darüber sprechen, dass es geht über der wartende Vater. Der Sohn hat den Vater verlassen, aber er war immer in das Herz vom Papa. Und das ist mit jedem, mit dich, mit jedem von dir auch. Du bist im Herzen, in das Herz vom Papa eingeschlossen. So, es ist wichtig, dass wir das richtige Bild von Gott haben. In Matthäus 11, 27, da steht geschrieben, und Jesus sagt, niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur den Sohn. Niemand, das ist viel, niemand kennt den Vater. Niemand ausgeschlossen. Das ist so wichtig, um das zu wissen. Hier, wenn man denkt über die Leute in das Alte Testament, dann können wir uns vorstellen, dass es im Alte Testament doch einige gibt, der Gott gekannt hat. Man denkt dann an Abraham, Henoch, David, Mose. Haben die Gott gekannt oder nicht? Jesus sagt, niemand kennt den Vater. Mose hat mal gesagt, ich will dich kennenlernen. Und eigentlich war das dann so ein Problem für Gott. Weil Mose war sein Freund. Und er wollte sich mal bekannt machen. Aber Gott wusste, dass Jesus im Neuen Testament mal sagen wird, niemand kennt den Vater. So. Und dann sollte er sagen, niemand, aber mit Mose als Ausnahme. Nein, niemand. Niemand kennt den Vater. Und wir sehen die Lösung, die Gott gemacht hat. Er sagt, hör mal, Mose, ich werde dich mal hinter meine Hand verstecken und dann werde ich vorbeigehen. Und wenn Gott vorbeigegangen ist, dann sagt er 2. Mose 34, 6, und der Herr ging vor
vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Für mich ist dieser Vers sehr, sehr, sehr wichtig. Hier macht Gott sich bekannt, für wen er wirklich ist. Da war jemand und die hat mich gefragt, wie kann ich Gott, der Vater, kennenlernen? Und auf das Moment war ich in Kasachstan und ich habe mich mal die Frage mal überlegt und gedacht, ja, wie kann man den Vater wirklich kennenlernen? Und das Erste, das in meine Gedanken gekommen ist, ist durch die Bibel, das Wort Gottes. Dann kann man ihn kennenlernen, für wen er wirklich ist. Wir lesen das Wort und dadurch ist es möglich, Gott kennenzulernen. Aber dann kam ein anderer Gedanke zu mir. Die Basis für jede christliche Gemeinde weltweit ist das Wort Gottes. Von Südamerika bis Afrika, von Indien bis Deutschland. Die Interpretation schafft doch das Unterschied. Wie viele verschiedene Kirche und Gemeinde sind hiervon hervorgekommen? Zehntausende. Welches Bild werden wir dann bekommen, wenn wir nur das Wort Gottes als Basis nehmen? Wenn wir nur das Wort lesen, als Grundlage nehmen, wie viele verschiedene Bilder Gottes wird das dann geben? Genau, auch Zehntausende. Zehntausende verschiedene Bilder davon. Aber Gott ist nicht interessiert in was wir denken, wer er ist. Er will gekannt werden, für wen er wirklich ist. Wie ist das dann möglich? Und dann habe ich mal an eine normale Familie gedacht. Vater, Mutter, Kinder. Und die Kinder, die haben Papa kennenlernen, die Mutter kennengelernt. Einfach durch Berührung, ein Kuss, die Erfahrung, geliebt zu werden. Ich habe gerade noch darüber gesprochen mit Pam und mal gesagt, ja, es ist für viele Christen ist es gab es eine Zeit, dass wir zum Wiedergeburt gekommen sind. Und dadurch haben wir Jesus kennengelernt. Er hat sich persönlich an uns vorgestellt. Ich bin Jesus. Und viele haben Jesus wirklich kennengelernt. Und es gibt Leute, die haben, die sind getauft in den Heiligen Geist. Und eigentlich hat der Heilige Geist sich damit an uns vorgestellt. Aber, ja, und oft wissen wir genau den Tag, dass wir uns bekehrt haben, dass wir Jesus begegnet haben. Offen wissen wir auch noch, wann es war, wenn wir getauft sind in den Heiligen Geist. Aber gibt es einen Moment, dass wir dem Vater begegnet haben, dass wir wirklich zu Hause gekommen sind, dass wir wirklich in seine Arme die Liebe erfahren haben? Ich denke, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Der verlorene Sohn, der Sohn von diesem Vater, er hat mal gesagt, gib mich doch die Erbe. Ich gehe. Er hat nicht ein
Geld gefragt, nein, die Erbe. Und die Erbe, er hat seinen Teil von der Erbe bekommen. Das sind Häuser, das ist Vieh, das ist. Und das hat er mal verkauft. Damit hat er Geld bekommen und damit ist er nach einem fernen Land gegangen. Die Frage ist, diese Gleichnisse, ist die für die Gemeinde oder für die Welt? Ich stelle oft Fragen und jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ich kann keine Antwort hören. Aber ich stelle die Frage doch. Was denkst du, ob die Gleichnis von dem verlorenen Sohn, ob die für die Welt ist oder für die Gemeinde, für die Christen? Es ist gut, um darüber nachzudenken, weil Jesus erzählt Gleichnisse, um etwas zu deutlich zu machen, etwas zu vergleichen. Und er will hier sicher etwas deutlich machen. Was hat der jüngste Sohn gefragt? Er hat seinen Teil von der Erbe gefragt. Was muss man sein, um die Erbe zu fragen? Man muss ein Sohn sein. So, ich glaube, dass diese Geschichte im Besonderen für die Christen geschrieben ist. Und wenn man ein Sohn ist, dann ist es noch immer möglich, sich zu entfernen vom Papa, von dem Vater. Er hat uns alle eine freie Wahl gegeben. Und der Vater hat nicht gesagt, normalerweise in die Zeit, ein Sohn sollte seinem Vater gehorchen. Er muss gehorsam sein. Aber der Vater hat kein Gehorsam gefragt. Er hat ihm seinen Teil von der Erbe gegeben. Und er hat gesagt, es ist besser, dass du selbst das erfährst, dass du es nicht selbst kannst. Sehr wichtig, weil dieser Vater, die wir in diese Gleichnis mal begegnen, er sagt, ich will nicht Liebe durch ein Gebot, das ich auflege. Er fragt an seinen Sohn nicht, um gehorsam zu sein. Ich habe gedacht, es ist für Gott immer wichtig, dass wir gehorsam sein. Aber es sieht aus, dass er das mit seinem Sohn nicht das Wichtigste finde. Warum? Weil dann musste er gehorsam sein wegen ein aufgelegt Gebot. Und der Vater sagt, das ist nicht die Liebe, die ich verlange. Das ist nicht das Gehorsamsein, was ich verlange. Das soll vom Herzen hinauskommen. Aber genau so ist das für uns. Es ist für uns genau das Gleiche. Gott will nicht nur, dass wir im Gehorsam sind. Nein, er will, dass wir ihn kennen vom Herzen hinaus und dass wir die Liebe erfahren haben und dass wir die gute Vater nicht darüber gelesen haben, nicht darüber gehört haben, aber dass wir das erfahren haben, dass wir einen guten Vater haben, dass er für uns sorgt, dass er da ist für uns, dass er Papa ist. Er sagt, das ist wichtig. Du sollst zuerst zu Hause kommen. Ich will dich umarmen. Ich will dich erfahren lassen. Die Erfahrung, um geliebt zu werden, ist so wichtig. Ohne die Erfahrung ist es nur Religion. Ah.
durch Intimität kann man jemand wirklich kennenlernen. Aber für Intimität braucht man Vertrauen. Und Angst ist die größte Hindernis für Intimität. Ich war in Pakistan und ich habe da mal gesprochen und da habe ich über das verlorene Schaf, die Gleichnis, die auch in Lukas 15 steht, das verlorene Schaf, darüber gesprochen und danach über die das Münzstück und dann über die verlorene Sohn. Und dann habe ich diese Leute, wir waren in einem kleinen Saal mit so 120 Leuten. Und dann habe ich mal die Frage gestellt, mal gesagt, was denkst du, hat der Sohn Angst gehabt auf dem Weg zurück zum Vater? 120 Leute, ja. Ich war, oh, das ist interessant. So, dann habe ich noch eine Frage gestellt und gesagt, wenn du gesündigt hast du dann Angst für Vater Gott? Und dann haben 120 Leute wieder Ja gesagt. Später habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ja, es ist ein Land mit ein Muslimland. Und wir wissen, jeder Muslim hat Angst für Allah. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen in so einem Land, dass das ja auch auf Papa, auf Gott, der christliche Gott, dass man gedacht hat, ja, wir haben dann auch noch so ein bisschen Angst. Aber dann habe ich über die Niederlande, Europa, das Westen darüber nachgedacht und gedacht, wie oft haben wir das in die Kirche gehört? Pass mal auf, mit dem Finger. Pass mal auf, wenn du sündigst, wenn du das machst, wenn du das nicht machst. Und eigentlich haben wir dann auch, ist dann Angst kommuniziert. Und Angst ist die größte Hindernis für Intimität. Gott ist vor uns, vor uns. Der verlorene Sohn hat alles falsch gemacht. Er hat gesündigt. Dann habe ich gedacht, sollte er dann Angst haben, wenn wir weiterlesen, wenn die Geschichte zum Ende lesen, war es dann notwendig, dass er Angst gehabt hat? Und dann hörte ich, nein. Weil der Vater ist ihm zugerannt, ist zu ihm gerannt, hat ihn umarmt. Und auf das Moment hat der Sohn erfahren, Papa, er liebt mich. Ich erfahre es hier im Herzen. Ich empfange, ich kann es eintrinken, die Liebe. Mein Herz wird voll mit Liebe. Er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst. Dann hat er ihm den Mantel gegeben, der Ring, der Segelring, das ist so die Kreditkarte, damit kann man zahlen, damit wird er wieder über die Erbe gestellt. Er hat Schuhe bekommen, das ist für Sohnschaft. Eine Sklave läuft ohne Schuhe, aber ein Sohn hat Schuhe. Und er hat Barbecue gemacht. Und dann hat der Sohn gedacht, wow, aber wenn er mich liebt, wenn er Vater sein will, dann kann ich Sohn sein. Jetzt muss ich etwas erzählen. Im Anfang ist es falsch gegangen. Wir wissen, Gott hat den Mensch geschaffen und hat er das gemacht nach seinem Bild und Gleichnis. Adam. Wo war Eva? Die war drin. So, eigentlich, Gott hat den Mensch geschaffen, Adam. Und Adam
musste mal jeder Tier einen Namen geben und hat man gesehen, dass jeder Männchen hat ein Weibchen und dann hat gesagt, aber ich nicht. Ja, du hast doch, ist drin. Aber er sagt, das ist so schwierig für mich. Wie sollte ich mein Weib dann küssen? Und dann hat Gott gesagt, gut, Adam, ich werde Eva hervorholen. Und hat Adam im Koma gebracht. Und so hat er Eva aus Adam hinaus geschaffen. Und Adam sagt, wow, das ist meine Frau. Und dann hat Gott gesagt, guck mal, zuerst waren die eins. Der Mensch, die geschaffen war, war eins. Zwei einige Mensch, geschaffen durch ein dreieinige Gott. Zwei einige Mensch, das hat Gott geschaffen. Und jetzt hat er gesagt, guck mal, jetzt von die eine werden zwei gemacht. Und durch die Liebe ist es möglich, wieder eins zu werden. Jetzt verstehe ich auch die Angriff von Satan auf das Sexuelle, weil er will nicht, dass das Bild Gottes geschehen wird. Durch die Liebe werden wir eins. Wir sind, so sind wir geschaffen, in sein Bild und Gleichnis. Und Satan versucht, das zu zerstören. Satan versucht immer, das Bild von Gott zu zerstören. Aber Adam und Eva, die waren im Paradies und die waren eins mit Gott. So hat Gott es gemeint. Hör mal, ich zeige das immer so. Das ist Gott, das ist der Mensch. Und Gott sagt, guck mal, ich habe dich so geschaffen, das passt genau. Und du passt genau in mir. Und so sind wir eins. Wir sind geschaffen, um eins mit Gott zu sein. Er sagt, hör mal, ich bin alles. Ich kann alles, ich bin alles. Und durch was ich bin, kannst du sein. Du kannst völlig von mich abhängig sein. Alles, die Liebe, die Kraft, alles, was ich habe, das schenke ich dich. Du kannst das benutzen. Du bist eins mit mir in die Intimität und alles, was ich habe, ist auch für dich. So war es. Im Paradies. Und dann einen Tag läuft Eva durch das Paradies und dann hört sie eine Stimme. Und die Stimme sagt, ja, ich erzähle das ein bisschen, die sagt, guten Morgen Eva, wie geht's dir? Und sie guckt und sagt, wer spricht da? Und dann sieht sie eine Schlange in einem Baum. Und sie sagt, ja, es geht mir gut. Und dann sagt die Schlange, kann ich dich etwas fragen? Natürlich. Kannst du von keine von den Früchten von dem Baum essen? Hast Gott das verboten? Nein, sagt sie, ich kann alles, ich kann die Früchte von jedem Baum, ich kann essen. Und natürlich, das hat er überhaupt nicht verboten. Nur, ach, zufällig, der Baum, wo du drin bist, davon dieser Frucht können wir nicht essen. Das hat Gott uns verboten. Und dann sagt die Schlange, ich weiß, warum du von dieser Frucht nicht essen darfst. Sie sagt, ja, warum dann? Und er sagt, weil wenn du von dieser Frucht essen, wirst du sein wie Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Adam war gerade hinten da und wenn ich Adam gewesen war, hatte ich gesagt, Frau, geh mal an die Seite. Hör mal, Schlange, wir sind hier in 1. Mose 3. Lauf mal mit mir zurück nach 1. Mose 1.
da steht, Gott hat den Mensch geschaffen nach seinem Bild und Gleichnis. Ich bin wie Gott. Ich brauche nicht zu sündigen, um zu werden, was ich schon bin. Aber das hat er nicht gemacht. So, jetzt müssen wir wissen, wo ist dann der Versuchung? Wo liegt die Versuchung? Und das ist so wichtig, weil Satan hat es mit Adam und Eva versucht. Und die sind im Gehorsam gewesen. Satan ist später auch nach Jesus gekommen und hat das Gleiche versucht. Hat ihn auf Dach und Tempel gebracht und die Königreiche sehen lassen und gesagt, ich schenke dich alle diese Königreiche, wenn du mich anbetest. Jesus hat nicht diese Versuchung, ist nicht durch diese Versuchung zu Satan gekommen. Nein, er sagt nein, er ist mit das Wort gekommen. Er sagt, nein, man soll nur Gott anbeten. Aber wenn er nach Adam und Eva kommt mit Versuchung und er kommt nach Jesus, seine Strategie ist uns bekannt, er will auch nach dir kommen. So, jetzt müssen wir wissen, wo liegt diese Versuchung? Warum haben die Ja gesagt? Normalerweise bekomme ich jetzt einige Antworten und vielleicht kannst du an etwas denken, aber ich werde dich jetzt erzählen. Hör mal, was Satan eigentlich gesagt hatte, das ist dieses. Er sagt, die Adam und Eva, die kennen die Intimität mit Gott. Die sind in die Position von Sohnschaft. Da haben sie gelebt. Und Satan sagt, wenn du isst von diesem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, wenn die Frucht davon isst, dann kannst du sein wie Gott, ohne von ihm abhängig zu sein. Und hier ist Unabhängigkeit geboren. Gleichzeitig, wenn der Mensch sich entfernt hat von Gott, ist das ewige Leben verloren gegangen. Gott hat gesagt, wenn du isst von diesem Baum, von der Frucht von diesem Baum, wirst du vor sicher sterben. So, von einer lebendigen Seele ist man jetzt eine Seele, die den Tod tragt, Träger von dem Tod geworden. Und weil wir jetzt den Geist verloren haben, ist nur Fleisch und Seele übrig geblieben. Aber die Bibel sagt, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und Fleisch und Geist gehen nicht zusammen. Es ist jetzt unmöglich für Gott, um eins zu sein. Mit dem Mensch, der nur Fleisch ist. Und jetzt hat Gott mal gesagt, geh aus, geh heraus. Und wenn wir ein bestimmtes Vaterbild haben, dann können wir die Wörter davon auf eine bestimmte Art und Weise lesen. Adam, Gott ist gekommen und hat gesagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Vier Wörter. Aber wenn wir das Bild von einem strengen Vater haben, dann lesen wir, Adam, wo bist du? Hast du gesündigt? In mein Garten wird nicht gesündigt. Raus damit, du sollst rausgehen. Ich werde dich rausschmeißen und Engel mit feurigen Schwerden für die Eingang, sodass du nicht zurückstellen, sodass du nicht zurückkommen kannst. Das ist möglich. Aber ich denke, dass es anders war.
ein Vater, der gerade seine zwei einzige Kinder verloren hat. Mit Tränen im Auge. Zerstörtes Herz. Adam, wo bist du? Nein, 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 jetzt sollst du nicht hier bleiben, weil es gibt neben dem Baum von Erkenntnis, von Gut und Böse, gibt es auch den Baum des Lebens. Und wenn du jetzt in diesem Zustand davon isst, von dieser Frucht, wirst du für ewig in diesem Zustand bleiben. Nein, nein, ich habe einen Plan für Herstellung. Jetzt sollst du rausgehen. Ich werde einen Plan, ich habe einen Plan, um alles herzustellen. So, wir haben gesagt, wie können wir den Vater kennenlernen? Von einem Abstand ist das nicht möglich. Hör mal, Adam hat mal gesagt, wenn Gott sagte, Adam, wo bist du? Dann hat er geantwortet, ich habe mich versteckt, weil ich habe Angst gehabt. Das ist interessant. Was denkst du, haben Adam und Eva für die Sünde von ein Moment, eine Sekunde Angst gehabt für Gott? Ich denke, nein. Hat Gott sich durch die Sünde geändert? Nein. So, das erzählt mich, dass die Sünde das Bild Gottes ändert. Niemand kennt den Vater. Durch die Sünde wird das Bild Gottes geändert. Gott nicht, nein, das Bild, was wir haben von ihm. So, jetzt ist die Zeit gekommen, dass das Bild von Gott, dass da Herstellung stattfindet, dass wir ihn kennenlernen können, für wen er wirklich ist. So, anstatt die Bibel mit unseren eigenen Augen und eigenem Verstand zu lesen, um herauszufinden, wer Gott ist, ist es notwendig, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, um ihn richtig kennenzulernen. Durch Intimität, durch eine Erfahrung von Intimität, sind wir in die Lage, ihn als ein liebhabender Vater zu kennen. Und dann können wir durch diese Augen die Bibel lesen. So, anstatt das Wort Gottes zu benutzen, um uns ein Bild vom Vater zu machen, sollen wir anfangen, das Wort Gottes aus der unveränderlichen Perspektive eines liebenden Vaters zu lesen. Wow. Das macht alles neu. Ich habe einige Bücher geschrieben. Ich will dich das mal zeigen. Das erste Buch, das ist Das Herz des Vaters entdecken. Darin schreibe ich dann auch darüber, in die verschiedenen Kapitel, über was ich entdeckt habe, die Offenbarung. Und das Buch, das darauf folgt, ist Näher beim Vater. Näher beim Vater. Und es ist so wichtig, dass wir Offenbarung bekommen. Jesus sagt, niemand kennt den Vater, dann der Sohn. Und wer den Sohn das offenbaren will. So, wir sind abhängig. Abhängigkeit ist für mich das wichtigste Thema, glaube ich. Gott hat gesagt zu Adam und Eva, hier, ich habe dich geschaffen und in völliger Abhängigkeit.
kannst du dein Ziel, das ich für dich habe, erreichen. Und so ist es jetzt für uns auch. Ohne in die Position von Abhängigkeit von Gott zu kommen, können wir nur das Ziel, was wir haben, erreichen, aber nicht das Ziel, was Gott für uns hat. Wenn Adam und Eva sich entfernt haben von Gott, sind sie in die Waisenposition gekommen. Und ein Waisen kennt seinen Vater nicht. Er hat das nicht erfahren, nicht erlebt, dass sein Vater ihm versorgt oder versorgen kann. Der Vater sagt zu Adam, wenn er ihn vom Paradies rausgezogen hat, und da hat er gesagt, in das Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen. Das bedeutet, ich kann dich jetzt nicht versorgen. Normalerweise im Paradies brauchte er nicht zu arbeiten. Gott hat ihnen versorgt. Aber jetzt ist das nicht möglich. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eigene Kraft. In das Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen. Und deswegen ist es so schön, dass Jesus uns in das Vater unser, dann lehrt er uns. Und dann sagt er, jetzt kannst du beten, unser Vater im Himmel, dein Name sei geheiligt. Gib uns unser tägliches Brot. Er sagt, du kannst jetzt wieder beten, gib uns. Nicht wir sollen dafür arbeiten, aber er kann dich wieder versorgen. Da ist Herstellung gekommen. Gib mir. Das können wir jetzt zum Papa sagen. Versorge mich wieder. Die Herstellung, die kann wieder stattfinden. Jesus ist als Mensch gekommen und hat uns gezeigt, dass es möglich ist, als Mensch völlig in völliger Abhängigkeit von Gott zu leben. Hör mal, er sagt, ich kann nichts von mich selber. Jesus ist Gott. Und Jesus ist hier gekommen. Jesus, Gott, ist als Mensch zu uns gekommen. Und dann sagt er, ich kann von mich selber nichts. Ich tue nur das, was ich der Vater tun sehe. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gesagt? Weil er sagt, hier ist es falsch gegangen. Die Unabhängigkeit hat die Bruch, es hat die Intimität zerstört, Bruch gemacht in die Beziehung zwischen Papa und seine Kinder. Und jetzt sage ich, ich kann nichts von mich selber. Ich bin völlig, völlig abhängig von Papa. Ich entschließe, dass ich völlig abhängig sein will. Er hat das Göttergleichsein nicht als Raub geachtet. Das bedeutet, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und noch immer hat er nicht gesagt, jetzt kann ich Lazarus aus dem Tod aufstehen lassen. Jetzt kann ich das Brot vermehren. Jetzt kann ich auf Wasser laufen. Nein, der Heilige Geist war Teil von ihm, aber noch immer hat gesagt, nein, ich bin völlig abhängig. Ich kann nichts. Ich entscheide dafür. Ich kann nichts. Ich will völlig abhängig sein von dir. Kann diese Becher mir vorbeigehen? Aber nicht meine Wille, aber deine Wille. Und das ist so wichtig, dass Jesus Mensch geworden ist, weil er sagt, er zeigt uns, dass es als Mensch für uns möglich ist, Gott so zu dienen. Das hat nichts mit Gebote zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir gehorsam sein sollten. Nein, nein, nein. Hier. Deswegen, wenn man noch in die Waisenposition ist, dann fragt Gott nicht als Erster, gehorsam zu sein. Das fragt er nicht. Er sagt, es ist nicht, für mich ist es nicht
das Wichtigste, was du tust, aber wer du bist. Zuerst muss man von die weisen Position in die Position von Sohnschaft kommen. Und da, wenn Papa ihn umarmt hat, der verlorene Sohn, er hat ihn umarmt, er hat ihm die Liebe geschenkt, er hat ihm Vertrauen geschenkt, er hat ihm den Ring gegeben, über die Erbe geschenkt. Wie ist es möglich? Der Sohn hat noch nichts sehen lassen, dass er das verdient, dass er sich geändert hat. Das hat er nicht sehen lassen an seinen Vater. Trotzdem hat der Vater ihm gezeigt, dass er ihm vertraut. Er hat ihm den Mantel gegeben, die Schuhe, die Ring. Wie ist das möglich? Wir haben 8 Kinder und es gibt Zeiten, dass die Fehler gemacht haben. Und dann habe ich mal mit ihnen gesprochen und gesagt, ja, jetzt will ich mal sehen, dass du dich geändert hast. Aber der Vater hat das nicht gemacht. Wie ist das möglich? Was für ein Vater haben wir? Es ist wichtig, dass wir das wissen. Jesus hat diese Gleichnis uns gegeben, sodass wir durch diese Erfahrung persönlich hingehen können. Dass der Vater uns auch das Vertrauen schenkt, noch vor, dass wir ihm bewiesen haben, dass wir das Vertrauen verdienen. Und der Vater, er sagt, hör mal, weil du völlig von mir abhängig bist, schenke ich dich zuerst Vertrauen. Weil dadurch ist es für dich möglich, mich Vertrauen zu schenken. Wir lieben Gott, weil er hat uns zuerst lieb gehabt. Das ist mein Papa. Das ist mein Vater. Er sagt, du sollst es erst von mir empfangen. In Ezekiel sagt er zu Israel, nicht um euren Willen, aber um meine heilige Namens Willen. Er sagt in Ezekiel 36, sagt er, du hast meinen Namen, meine heilige Name unheiligt. Verschmutzt, schwarz gemacht. Er sagt das 5 oder 6 Mal. In die Länder, wo du gegangen bist, hast du meinen heiligen Namen unheiligt, 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 unheiligt. Und normalerweise erwarten wir dann, dass er sagt, und jetzt sollst du das anders machen. Jetzt hast du gehört, du hast falsch gemacht. Aber was sagt ihr? Nicht um euren Willen, aber um meine heilige Namenswille. Ich werde dich ein neues Herz geben. Ich werde dich einen neuen Geist geben. Ich werde dich in die rechte Wege führen. Er sagt, es ist wichtig, dass du durch die Erfahrung hingehst, dass du es nicht kannst. Der verlorene Sohn. Und ich habe das 2 Jahre her, habe ich das deutsche Wort mal gelernt und ich liebe das ist mein Favorit. Der verlorene Sohn ist in die Sackgasse gekommen. In die Sackgasse. In Niederländisch, doodlopende Weg. Doodlopende Weg. Die Sackgasse. Er konnte nicht. Er wusste, er hat es hier erfahren. Ich kann es nicht. Und dann ist er zu Hause gegangen. Ich frage oft, wo hat die Bekehrung stattgefunden? Und oft sagen die Leute da beim Schweigen. Aber das stimmt nicht. Weil auf dem Weg sagt er, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Das bedeutet, die Struktur von Waisendenken hat sich noch immer nicht geändert. Er auf dem Weg zum Vater hat er noch immer die Struktur vom Waisendenken. Hör mal, wir können die Struktur vom Waisendenken nicht ändern. Wir können uns entfernen
Aber wir können dann nicht sagen, und jetzt sind wir wieder so. Nein, dann sind wir abhängig vom Papa. Zu Hause zu kommen, in die Position, wo es möglich ist, durch ihn gefunden zu werden. Auf das Moment von Umarmung, das Ausgießen von der Liebe von Herz zu Herz, da hat etwas stattgefunden. Das Herz, in das Herz war der Sohn überzeugt geworden, er liebt mich. Und durch diese Erfahrung ins Herzen ist es möglich, dass die Struktur vom weisen Denken sich ändert in die Struktur von Sohnschaft. Dann noch ist es ein Prozess. Dann fängt es an. So, ich habe mal oft gedacht, lange gedacht, Wiedergeburt ist das Wichtigste. Dann wird man vom Königreich von Dunkel in das Königreich von Licht kommen. Es ist möglich für dich, in den Himmel zu kommen. Das ist das Wichtigste. Die Wiedergeburt, vom Geist geboren zu sein, das ist das Ziel. Aber es stimmt nicht. Weißt du, wenn Adam sich entfernt hat, haben wir den Geist verloren. Jetzt können wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, am Kreuz gegangen, du hast dein Leben gegeben und jetzt bist du wieder aufgestanden. Jetzt kann ich, du bist für mich gestorben. Ich danke dich, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich empfange jetzt das neue Leben. Ich gebe dir mein Leben, jetzt empfange ich das neue Leben. Und dann geschieht das eigentlich so ziemlich automatisch. Man braucht nicht zu sehen, wo muss ich jetzt das neue Leben mal empfangen, wie mache ich das? Nein, das geschieht. Aber der Wiedergeburt ist nicht das Ziel, aber das Mittel, um zum Ziel kommen zu können. Zu Hause kommen, in die Arme von Papa. Das ist das wirkliche Ziel. Man kann wiederum geboren sein und noch immer nicht die Erfahrung haben, dass Papa dich umarmt hat und zu dir gesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Es ist so wichtig, dass wir Gott kennenlernen, für wen er wirklich, wirklich ist. Noch ein kleines Stückchen und dann werden wir diese Zoom-Meeting mal beenden. Als Sohn, nein, lass ich mal sagen, als in die Waisenposition ist es möglich, dass wir von ihm gehört haben. Stell dich mal vor, meine Mutter, sie lebt noch und die 19. Juli wird sie 100. Aber auf das Moment, dass meine Mutter geboren ist, war ihr Vater in Indien beim Marine und ist für 3 Jahre war er nicht zu Hause. So, da stand ein Foto im Hauszimmer. Und jeden Abend hat ihre Mutter gesagt, Rick, es ist Zeit, nach Bett zu gehen. Gib Papa doch einen Kuss, dann gehen wir ins Bett.
Und dann ist sie zum Foto gelaufen, hat die Foto einen Kuss gegeben mit das Bild von Papa und ist nach Bett gegangen. Nach 3, 3,5 Jahren ist Papa zurück, ist im Hauszimmer. Und die Mutter sagt, Rick, es ist Zeit für dich, um nach Bett zu gehen. Gib Papa doch einen Kuss. Und sie ist ihm vorbeigegangen und zum Foto gegangen und hat ihr Foto geküsst. Eigentlich ist es so mit der Bibel. Die Bibel erzählt uns über Gott. Und es ist möglich, dass wir wieder jeden Tag 2 Kapitel lesen und dann sagen, Vater Gott, ich habe wieder 2 Kapitel gelesen. Freut dich das? Und dass der Vater sagt, eigentlich wollte ich dich so gerne umarmen. Kannst du dich nicht hier auf meinen Schoß hinsetzen? Ist es möglich? Hör mal, die Bibel ist das wichtigste Buch. Aber die Bibel kann dich nicht umarmen. Es ist durch die Bibel, dass wir, dass es sollte uns zu Gott bringen und dann eine Erfahrung, dass wir eine Erfahrung mit ihm haben. Nur wenn zum Beispiel, wenn wir verwundet sind, dann brauchen wir Trost. Und der Vater sagt, ich habe dich der Tröster gesandt. Und du kannst ihn kennenlernen, wenn er dich trösten kann. Wir brauchen Liebe. Und der Vater sagt, jetzt kannst du mich kennenlernen. Ich will dich Liebe schenken. Ich will dich der Friede schenken. Ich will dich Gnade schenken. Ich will dich Vergebung schenken. Aber dann so etwas, es sollte echt sein. Wir sollten wirklich Vergebung brauchen. Der Sohn, der verlorene Sohn, konnte nur bedingungslose Liebe erfahren auf das Moment, dass er es nicht verdient hat. Zum Schluss wollte ich noch nach dem anderen Sohn, der ältere Sohn, mal sehen. Er hat alles gut gemacht. Ich habe immer alles gemacht, was du gefragt hast. Jetzt kommt die Frage. Der jüngste Sohn war ungehorsam. Die Ungerechtigkeit hat er gemacht. Der älteste Sohn hat selbst Gerechtigkeit gemacht. Ich habe das gemacht. Und jetzt zeigt dieses Gleichnis, Es kommt von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Gerechtigkeit und Gute ist Selbstgerechtigkeit. Böse ist Ungerechtigkeit. Es ist einfacher, sich von Ungerechtigkeit zu bekehren, dann von Selbstgerechtigkeit. Der Sohn, der älteste Sohn, hat noch immer gedacht, dass er es gut gemacht hat. Und der Vater sagt, nein, nicht deine Gerechtigkeit, nicht deine Werke, aber ich will, dass du abhängig bist von mir,
sodass ich durch dich wirken kann. Dann kann das Gute in dein Leben hervorkommen. Das Gute kommt von Gott. Und der Vater sagt, ich will Wohnung machen in dir, sodass meine Werke durch dich offenbar kommen. Dann, durch die Identität von Sohnschaft, ist es für uns möglich, Bildträger zu sein. Bildträger von Gott, sodass der Welt ihn kennenlernen kann, für wen er wirklich ist. Amen. Amen. Thank you very much, Hank. Vielen Dank, Hank. It's a shame we have to wait 2 weeks to get part two. Es ist schade, dass wir jetzt 2 Wochen warten müssen, um den zweiten Teil zu hören. But you really bring things to a point. Aber du bringst wirklich Dinge auf den Punkt. Okay, I just thought of a question about this Bible text. Ich habe noch eine Frage, was zu diesem Bibeltext gehört. You know, when the son came back, als der Sohn zurückkam, he had been humbled and broken. Er war gebrochen und er war gedemütigt. But he was still able to receive the Father's love. Aber er war immer noch fähig, die Liebe des Vaters anzunehmen. But there are many who've done the same thing. Es gibt viele, die das Gleiche getan haben. They can humble themselves and come home. Sie können sich selber demütigen und nach Hause kommen. But it's like they remain slaves in their soul. Aber sie bleiben dann Sklaven in ihrer Seele. They're not able to receive the love and the forgiveness. Sie sind nicht fähig, die Liebe und die Vergebung anzunehmen. And so they live under condemnation and whatever. Und so leben sie dann unter Verdammnis. That's a little bit from the orphan spirit. Das probably. Ist etwas von diesem weißen Geist. That they can't fully receive the redemption in Christ. Dass sie nicht völlig es annehmen können, die Rettung in Christus. Can you speak a little bit in that direction? Kannst du da ein bisschen etwas sagen darüber? Also a little with the orphan spirit. Help people define. Auch ein bisschen über diesen weißen Geist. Wie definiert man einen weißen Geist? How can I identify myself? Oder wie kann ich selber erkennen, dass ich einen weißen Geist habe? Ja. Ich habe viel von das Unterricht von Jack Frost genossen und er in der Website kann man auch mal sehen, dann hat man so die 2 Listen von was ist ein Orphan und was macht ein Sohn auf bestimmte Sachen. Und dann kann man selbst entdecken, wo bin ich noch eigentlich in die Position von einem Weisen. Und ich spreche weniger über einen weisen Geist, weil man kann denken, ein Geist kann man auswerfen, einen weisen Geist. Und dann ist alles gut. Und wir sehen, dass es hat zu tun mit deiner Natur, die wie hat man gelebt. Und wir sind allen haben alle Teil an das Weisen sein. So, zuerst müssen wir für uns selbst erkennen, ich komme von einer weisen Position. Und ich habe ein falsches Bild von Gott. Niemand kennt den Vater. So, wir fangen alle an mit einem falschen Bild. Und auf das Moment, dass der verlorene Sohn zu Hause kommt, er hat eine Wahl gemacht. Das war wichtig. Er kam zu sich selber und sagte, ich kann es nicht. Wir müssen da
kommen. Es ist, da wird auch darüber gesprochen, dass wir in unserem christlichen Leben eine Mauer entgegenkommen. Und es kann sein, dass wir sagen, es geht nicht mehr, wir können nicht weitergehen. Was ist los? Was soll die Mauer? Aber die Mauer ist da mit einer Absicht. Und Gott sagt, man muss mal wissen, dass man das selbst nicht kann. Und er sagt, am besten ist das, das zu erfahren. So, man muss in eine Sackgasse kommen. Man muss die Mauer entgegenkommen, weil sonst können wir noch immer sagen, ja, ich kann Gott dienen. Ich kann. Aber Gott sagt, nein. Er sagt, der Gebote, das Gesetz und die Gebote sind gegeben, nicht um die halten zu können, aber zu zeigen, dass es nicht geht. Niemand ist ohne Sünde. Niemand. So, wir brauchen allen der Vater. Und jetzt ist es, wenn wir noch immer selbst die Selbstgerechtigkeit festhalten. Ja, ich habe gesündigt, jetzt will ich zuerst mal zeigen, dass ich es ohne Sünde kann. Zu Gott. Nein, er sagt, ist es möglich? Ja, ich lass mich kleine Geschichte erzählen. Haben wir Zeit dafür? Ja. Ich habe eine Geschichte über eigene Gleichnisse. Tim, unser Jüngster, er ist jetzt 26, aber wenn er drei war, er will im Spielgarten gehen und das ist nicht weit von unserem Haus. Aber dazwischen unseres Haus und Spielgarten gibt es einen Weg, wo die Autos vier Bahnen und die Autos fahren schnell und ist gefährlich. Ich habe gesagt, Tim, du kannst nicht alleine dahin gehen. Allein nur mit Papa, Mama oder mit deiner älteren Geschwister. Hast du das verstanden? Ja. Gut, ein Sommertag, die Tür nach der Vortür war geöffnet. Ich bin hinter im Garten und er denkt, ich kann gehen. Und er steppt das Haus raus und ein Nachbarn hat es gesehen von einem Abstand. Er geht durch zwischen die Häuser durch, kommt am Weg und guckt nochmal über die Schulter. Nee, Papa ist nicht da, ich kann gehen. Aber die Auto kam von links natürlich und er ist drüber gegangen. Der Auto hat gebremst, aber er hat ihn voll mal angefasst und ist durch die Luft und kommt auf die Straße. Der Nachbarn hat es gesehen und er dachte, was sollte ich machen? Aber gibt's Leute. Leute haben angerufen und er dachte, ich muss Henk rufen. Er ist zurück nach unseres Haus gegangen, hat mal gerufen, Henk, Tim hat einen Unfall, du sollst kommen. So, zu beiden sind wir dahin gegangen. Viele Leute, Polizei ist schon da. Ich sage, mach mal Weg, ich bin der Vater. Und dann habe ich ihn gesehen, liegt noch immer ruhelos. Aber seine Augen waren geöffnet und ich schaue ihm an. Und dann sage ich, habe ich nicht gesagt, dass du nicht hier selbst über den Weg hingehen kannst? Du bist ungehorsam, du hast ungehorsam. Jetzt siehst du hier, du liegst hier und die Krankenhaus die kommt und die Ambulanz kommt und wird dich zum Krankenhaus bringen und dann wirst du noch von mir auch noch mal strafbar. Denkst du, dass ich das so gemacht habe? Ich hoffe, nein. Nein, natürlich nicht. Ich bin auf die Knie gegangen. Ich muss vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, ob es etwas im Neck oder so. Aber ich wollte, dass er meine Arme spürt. Und ich habe gesagt, Papa ist da. Wir sind zusammen. Ich werde dich nicht alleine lassen. Ich gehe mit. Das ist normal. Und dann frage ich, wenn wir gesündigt haben,
Was ist die erste Gedanke über Gott? Was hast du gemacht? Oder ist es möglich, dass wir die Arme vom Papa erfahren können? Wir haben so ein falsches Bild vom Papa. Und wir brauchen jemanden, der die Offenbarung bringt, sodass wir Hoffnung bekommen. Weil die erfahren diese Liebe nicht, weil die noch ein falsches Bild vom Papa haben. So, jetzt muss es aus dem Weg. Jetzt ist es für alle unsere Zuhörer, dass man sagt, ist das wirklich auch für mich? Der jüngste Sohn konnte nur bedingungslose Liebe erfahren, weil er gesündigt hat. Denkt darüber nach. Wir haben immer gesagt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst. Und der Vater sagt, ja, geh mal, sündige mal und erfahre mal hier, dass du es nicht kannst. So, wir müssen auf das Punkt kommen, dass wir wirklich erschöpft sind. Ja, aber wir können es auch nicht. So, dann ist Papa, er rennt auf uns zu. Wir waren in Yapton in England und da war eine alte Frau, beinahe 80. Und ich habe über das verlorene Schaf gesprochen auf Samstag. Und dann Sonntag ist sie zu meiner Frau Anneke gekommen und gesagt, kann ich dich etwas erzählen? Ja, natürlich. Ich habe 80 Jahre. Ich habe mein ganzes Leben der Vater gesucht. Und gestern hat er mir gefunden. Hat er mir gefunden? Mhm. Ja. Sehr gut, sehr gut. Mhm. You know, in the story of David and Bathsheba, sometimes we say, in der Geschichte von David und Bathsheba sagen wir, that he fell from grace, dass er aus der Gnade gefallen ist. But actually he fell into grace. Aber er fiel in die Gnade. Right. In his Psalms later, he doesn't hide a thing. Und in den Psalmen lesen wir später, er hat nichts geheim gehalten. But they're so much richer. Aber er wurde so viel reicher dadurch, geistlich reicher. Hank, can you tell us a little bit how you came to this message? Kannst du ein bisschen erzählen, wie du auf diese Botschaft kamst? Ja, es war in die 90er Jahre, dass die Liebe vom Vater wirklich, das wird ausgestürzt. Und man kann sagen, okay, wenn Gott will, dass ich das erfahre, dann kann er zu mir kommen. Ich bin dahin gegangen, wo es stattgefunden hat. Ich glaube, Gott macht das in dieser Welt so, dass er macht, und wir sind abhängig von ihm, aber er will das Prinzip auch zwischen uns. Wir sind abhängig voneinander. Jemand kann nicht alles haben. Ich brauche die anderen nicht. Gott gibt mir alles. Nein. Das Prinzip vom Abhängigsein, das benutzt er auch. So, ja, ich bin dahin gegangen und habe davon empfangen. Und da war eine Konferenz auf einmal. Und da war ein Mann und der hat gesagt, ich habe mich entschlossen, ich erzähle nur noch über die Offenbarung vom Vaterherz, bis das Jesus kommt. Und dann hat er gesagt, wer will das mit mir machen? Und es war in die Zeit, ich habe mich mal abgefragt, wer bin ich? Und in der Bibel sehen wir natürlich Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer, Evangelist. Ja, Evangelist, aber mein Herz liegt nicht auf die Straße. Prophet, ja, aber ich habe zu wenig. Dann musste er mal viel noch dazu bringen. Bin ich ein Pastor, ein Hirte?
ich hoffe nicht, ich wollte das nicht. Später bin ich es geworden, ja. Aber da bin ich ein Apostel, bla bla bla, das zu viel. Was bin ich? Und dann war jemand von Toronto gekommen, Ian Ross, und er hat über mich prophezeit. Revivalist. Und der Revivalist, das ist der Evangelist für die Gemeinde und für die Auferweckung. Und wenn er das ausgesprochen hat, das war das Erste, da habe ich, das ist es, Revivalist, eine Erweckungsprediger, sag mal. Und dann bin ich bei dieser Konferenz gekommen und diese Botschaft, der Vaterherz. Offenbarung vom Vaterherz. Und wenn ich zurück zu Hause, normalerweise, wenn man zurückkommt von einer Konferenz, geht alles ein bisschen, wird alles ein bisschen weniger. Aber diesmal nicht. Und das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Und ich habe in die 20 Jahre niemals mehr über etwas anderes gesprochen. So. Ja. And of course, you found new dimensions of that message for yourself. Und du hast neue Dimensionen dieser Botschaft für dich selber erkannt. Ja, und meine Frau ist immer da, um zu sagen, jetzt noch praktisch, Henk. That was a little bit my next question. We have das maybe ist a few minutes. Ein bisschen meine nächste Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit. People know what it's like to be here. Ja. And they know what it's like to hear that you're here. Ja, Leute merken, wo sie stehen oder wo sie hin sollten. Or where you are today. Oder wo du heute bist. But how do you get from here to here? Aber wie kommst du von hier nach hier? What? How did your prayer life change or your time with God change? Wie ist dein Gebetsleben verändert worden oder what? Prayer life and your communion with the Lord. Deine Gemeinschaft mit dem Herrn. That was probably your wife's question now. Das war die Frage dann. Ja, da war jemand und die hat so eine ähnliche Frage gestellt und die sagt, wie, wenn kann ich die Position von Sohnschaft erreichen? Und ich habe darüber nachgedacht und es ist nicht, man kommt hier und bleibt hier. Es ist, man geht hin und her. Es ist ein Prozess. Mhm. Und noch, wie man sich gewohnt, um in die Welt zu leben, dann hat man so eine Spur gemacht, weil man macht diese Sache. Und dann ist es schwierig, aus der Spur rauszukommen, um in einen neuen Weg zu gehen. So, vom Anfang ist das nicht einfach. Aber wenn man, ich habe gesagt, ja, jeden Morgen, wenn man aufwacht, muss man wieder Entscheidungen machen. So, man bleibt in die Position von Abhängigkeit. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich das erreicht. Und in zwei Wochen will ich gerne da noch etwas mehr drüber erzählen, weil es ist die geistliche Natur und die irdische Natur. Und wenn man wiederum geboren ist, hat man die beiden Naturen, die geistliche und die irdische. Und man hat dann die Wahl, um die geistliche Natur da vorne zu stellen. Das schönste Beispiel ist, wenn Jesus in Gethsemane ist und dann sagt er, kann diese Becher vorbeigehen? Aber nicht meine Wille, aber deine Wille. So von sich selber hinaus, von dem Mensch Jesus, der sagt, kann diese Becher vorbeigehen? Und dann, er betet zu Gott, so er stellt die himmlische Natur voran.
und sagt, aber nicht meine Wille, aber deine. Nicht meine Wille. Die ist noch immer hier, aber die steht jetzt hinter die himmlische Natur. So, er ist untergeordnet. So, es hat mit das Leben zu tun. Und davon hinaus kommt dann Gebet. Von davon hinaus kommt das neue Leben. Aber jedes Mal finde ich, dass noch etwas, was verborgen war, das kann hochkommen. Einmal, ich spreche immer über die Abhängigkeit. So Gott sagt, Henk, du sprichst, ich habe erfahren, Gott ist, er fragt mich etwas. Und er sagt, Henk, du sprichst so oft über Abhängigkeit. Und ich habe gesagt, ja, schön, ne? Und er sagt, ja, schön, schön. Ich will dich mal fragen, willst du vom Vaterhaus, von der Gemeinde, ich habe noch immer Geld bekommen, für später war das für eineinhalb oder zwei Tage, so, aber in einem Monat konnte ich davon meine Miete bezahlen. Willst du vom Vaterhaus abhängig sein oder von mir? Und ich denke, ja, jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich sage, von dir, muss ich der Rentmeister oder wie heißt man, Schatzmeister mal sagen, vom Vaterhaus, du kannst mir kein Geld mehr überweisen. Vaterhaus, das war dein Vaterhaus Ding. Ist die Gemeinde, ja. In Den Haag. Die Gemeinde, der Name, ja. Der. Ja, und ich dachte, ja, aber die Leute, die am Vaterhaus Geld geben, geben das nicht an die Gemeinde, aber die geben das eigentlich an Gott. So, wenn ich dann das Geld bekomme, bekomme ich es doch von Gott. So, ich dachte, na, das ist doch schön. Drei Monate später. Du wieder. Er sagte, ja, weißt du noch, was wir haben darüber gesprochen. Ich sage, ja, ich weiß noch. Und dann kann man denken, dann sagt er, aber warum hast du das dann nicht gemacht? Du hast doch versprochen. Warum? Aber sagt er nicht. Er sagt, Henk, willst du, dass ich dich helfe? Und vor, dass ich nachdenke, sage ich, ja. Du musst zuerst nachdenken. Auch das Moment, dass ich ja gesagt habe, kommt nichts mehr, kein Geld kommt mehr beim Vaterhaus rein. Nichts mehr. Ja, nur noch für die Miete. Und dann konnte ich der Schatzmeister anrufen und sagen, du brauchst nichts mehr zu überweisen. Ja, ich sagte, aber da ist auch nichts zu überweisen. Aber für mich war das, ich habe immer die reiche Jüngling mal so geschaut, für wem ist das? Ich wusste nicht, der reiche Jüngling hat sich in mein Herz versteckt. Und jetzt ist er dann rausgekommen. Das sind die praktischen Sachen in dieses Prozess. Und das ist jetzt 2,5 Jahre her und er hat mehr versorgt, dann das Geld, was Vaterhaus mich überwiesen hat. So, ja, es ist so ein Weg und unterwegs in das Prozess kommt man jedes Mal etwas praktisch entgegen. Und dann kann sich das ändern. Aber er ist so lieb. Er ist so gut. Schön. Hank, we thank you so much for being with us. Wir danken dir sehr herzlich, dass du jetzt bei uns warst. And really sharing out of a heart that's been changed. Und dass du uns mitteilst aus einem Herzen, das verändert wurde. The Bible says that the word was made flesh. Die Bibel sagt, dass und das Wort wurde Fleisch. We can see in your life that the word has been made flesh. Und wir können das aus deinem Leben erkennen, dass das Wort Fleisch geworden ist. So we look forward to the next session. So, wir freuen uns auf die zweite Einheit dann mit dir.
And to our viewers, we want to say. Und unseren Zuhörern möchten wir gerne sagen. Thank you for tuning in. Danke, dass ihr heute dabei wart. Thank you for your encouraging emails. Und danke für eure ermutigenden E-Mails. Thank you for financial support. Und danke für jeden finanziellen Unterstützung. We don't say something very often. Wir sagen da nicht viel darüber. But oder oft. If you want to give something, you can do it over the bank. Aber wenn ihr etwas spenden wollt, dann kann man das über die Bank tun. We also have PayPal. Auch über PayPal. If you have a QR code on your phone, you can do it right at the end of this clip. Und wenn ihr über diesen QR Code macht, könnt ihr am Ende dieser Sendung machen. Right to the PayPal page. Und dann kommt man direkt zur PayPal. If you want a Spendenbescheinigung at the end of the year. Und wenn ihr eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres möchtet, dann bitte teilt uns eure Postanschrift mit. So, God bless you. So, Gott segne euch. We'll see you next time. Und wir freuen uns, euch dann nächsten Dienstag wieder zu sehen durch Zoom. Amen. Amen.